Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro. Wir spielen heute mal wieder gegen einen Abonnenten, nämlich Randfigur. Und wir spielen Chronomal. Und der Gegner soll ich anfangen. Ich habe eben schon mal aufgenommen und die Runde war perfekt. Und was ist dann passiert? Der Gegner hat gewartet, bis die Zeit abgelaufen ist, bis er verloren hatte. Solche Untermenschen gehören einfach aus Death Pro für immer verbannt, ganz ehrlich. Was spielt der denn? Infernoid, ja, natürlich. Okay, den kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne mich mit Infernoid nicht wirklich aus. Ich weiß nur, dass es OP ist und sau unübersichtlich. Und deswegen gefällt es mir überhaupt nicht. Aber gut. Nebrascheibe. Nebrascheibe, habe ich gesagt. Leck mich doch, was ist das denn für eine Scheißhand? Okay. Dann das in die Mitte, wenn das MRT wird, kann ich es wenigstens noch nutzen. Den Rest nehmen dran. Ist der in irgendeiner Weise gefährlich? Ja, schon. Ich meine, er ist Empfänger, aber ich kann ja hier mit dem Zeug entgegenwirken. Sonst hätte ich einfach mit Kristallschädel ihn zerstört. Dann zwei Empfänger. Kauf dir einen Keks. Ach, du darfst was von mir zerstören. Das ist ja fair. Die Mirror Force, okay, das ist schade, aber kann ich mitleben. Was ist das denn für eine Scheiße? Ganz im Ernst. Leck mich. Blickt ihr durch bei dem Thema? Ich sehe nur diese ellenlangen Effekte, wo ich keinen Bock habe, sie durchzulesen, wenn ich gegen die spiele. Und dann kopieren sie sich alle gegenseitig und zerstören die ganze Zeit Karten. Penetrant. Okay, das war jetzt komplett Wayne, aber egal. Das war sogar gut für mich eigentlich. Wunderschöner Top-Deck. Okay, damit können wir wenigstens was machen. Wir spezialbeschwören die Knochen. Und wollen eigentlich noch gar nichts rufen. Wir müssen einen sauschlechten Zug machen, aber wir haben keine andere Wahl. Langsam Karten. Und wir holen uns einmal die Scheibe, weil sie gut ist. Auch wenn es mir nicht gefällt. Das Stufe 3er, das Rang 3er Monster von Typ Fels, was hier drin ist, ist auch ziemlich gut, aber nee, das bringt uns gerade nicht viel. Ich ärgere mich gerade, dass das Duell nicht funktioniert hat gegen Satellite Knights, wo der Typ einfach gewartet hat, bis die Zeit um war, weil das war ein echt schönes Duell. Aber solche Volltrottel gibt's halt immer. Muss man echt so sagen, also solche Leute regen mich richtig hart auf. Die Zeit abwarten, das ist noch ein größerer Untermensch als einfach nur, zu Rage quitten. Ich meine, das ist schon schlimm genug, aber die Zeit ablaufen zu lassen, das kann nicht der ihr Ernst sein, ganz ehrlich. Wir zerstören erstmal den hier. Da kriegt er nämlich ein bisschen Kampfschaden. Und der verbannte Monster? Sehr fair. Okay. Dann zerstören wir halt den. Darf ich jetzt einen Bergcrow für mir vernichten? Dankeschön. Zum Glück nicht. Okay, kann der irgendwas machen? Okay, gut. Ich blick null durch, aber ich scheine gerade ganz gut dazustehen. So. Dann kommt die Ausdehnung der Leere. Es ist gerade gar nicht mal so geil, dass er mir den Kristallschädel zerstört hat. Aus dem Friedhof. Geh mir doch nicht auf den Keks.
weiß genau, dass ich da noch eine Kette liegen habe. Dankeschön. So. Ihr merkt schon, ich liebe das Thema nicht gerade, was er spielt. Es ist aber auch so komisch. Das ist einer der Themen, die ich wohl erst sehr spät mal spielen werde. Weil sie mich einfach nicht wirklich interessieren. So, wir machen so. Und holen uns auf die Hand einen weiteren Schädel. Und können ihn leider nicht in dieser Runde aktivieren, denn sonst könnten wir mit der Stadt Babylon einen verbannen und einen nehmen und hätten dann hier einen Rang 3 Xe. Geht so leider nicht, deswegen müssen wir was anderes machen. Wir zerstören ihn einfach im Kampf. Und machen hier ein bisschen Damage. Ja, okay. Das geht natürlich auch. So. So, und das dürfen wir sogar. Perfekt. Und dann frisst er ein bisschen was. So. Und was wir jetzt machen, ist einmal auf... Katalhuik zu gehen. Genau, das machen wir einmal. Und egal, was er jetzt beschwört, es wird auf jeden Fall auf 0 ATK sinken, schau mal. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, die Kristallknochen liegen im Angriff, aber ich denke auch nicht, dass sie angegriffen werden. Da er nicht dazu kommen wird. Eine Spielmarke, die aussieht wie eine Glühbirne. Ja, das war relativ obvious. Jetzt kann er was von mir zerstören, oder? Ja, genau. Das ist natürlich ekelhaft, aber... Das dürfte ihn ziemlich ausbremsen. Denn jetzt darf er nichts von mir zerstören. Und ich werde ihm eine weitere Runde Schaden machen, wenn er hier nicht durchkommt. Okay. Er kann sich ein Fusionsmonster holen? Was? Ernsthaft? Was? Achso, okay, er muss trotzdem Fusionsbeschwören. Ich dachte schon, er kann sich einfach so ein beliebiges holen. Das wäre ziemlich krass. What the fuck? Ach du Scheiße. Okay, was kommt jetzt denn auf uns zu? Jeder Spieler legt bis zu... Nee, Moment. Jeder Spieler legt die obersten drei Karten von seinem Deck auf den Friedhof. Okay. Wir reduzieren ihn erstmal. Bevor er uns irgendwie zerstört, denn ich blicke, wie gesagt, nicht wirklich durch. Moment, was muss ich wählen? Jeder Spieler legt drei Karten von seinem Extra-Deck auf den Friedhof. Okay. Was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht den Exzi. Wir brauchen wahrscheinlich keinen Gaia-Drachen und wir brauchen eventuell auch keinen... Na doch, den vielleicht schon. Wahrscheinlich keinen Alucard, weil er keine Karten setzen wird. Das hat er jetzt abgeworfen von sich. Bommelsynchron, Leo und Zen Mainz. Okay. Gut, ansonsten haben wir jetzt Raigeki nachgezogen, nicht schlecht. Okay, Terra ist doch gar nicht so OP, wie ich dachte. Ich dachte, er kann mich jetzt irgendwie zerstören. Aber kann er nicht, das ist gut. Die Nepra-Scheibe kann ich jetzt specialen. Aber dann kann ich nur noch Chronomal-Effekte aktivieren diese Runde und das will ich nicht. Wir aktivieren den Schädel. Fügen unserer Hand eine Disk hinzu. Und beschwören die Disk und fügen unserer Hand einmal die Knochen hinzu, würde ich sagen. Oder nee, nicht die Knochen.
Ja, doch, die Knochen. Damit können wir direkt nochmal auf ein XP gehen. Wenn wir mal nichts auf dem Feld haben sollten. Dann holen wir Babylon. Und Babylon holt aus dem Friedhof den hier. Aber einen muss ich dafür verbannen. So. Und die gehen zusammen auf den Wächter. So, dann kann Katalhuik durch seinen Effekt ihn auf 0 ATK reduzieren. Und er darf ihn zerstören. Und ansonsten können wir leider jetzt noch nicht ein OTK machen, oder reicht das schon? Nein, noch nicht. Aber fast. Ja, ich war eine Kristallknochen davor, ihn zu töten. Autsch. Ja, das tut weh. Und ich glaube auch nicht, dass er da dran vorbeikommen wird. Okay, das ist doch zu einem recht schönen Duell geworden, muss ich sagen. Sein Vieh hat er noch auf der Hand, mit dem er einen meiner Monster zerstören kann. Allerdings wird das Feuer auf 0 ATK sinken. Deswegen wird es ihm nicht so viel bringen. Aber er hat genug Zeug gemillt, um eventuell noch was aufs Feld zu bekommen. Zum Beispiel sowas hier. Und auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ich hoffe mal, dass wir die Runde hier souverän überleben. Ja, das war sowas von klar. Null ATK. Und Effekte annulliert. Tja. Und jetzt? Ach ja, negiert auch. GG. Ja, negiert auch. Ziemlich gute Karte, der Wächter. Leider nur mit Felsmonstern rufbar, aber das ist auch gut so, sonst wäre die Karte ziemlich OP. Und wir machen nochmal so. Und zerstören ihn dann. Legen Vanities. Und ansonsten machen wir nichts mehr. Ein sicheres GG. Wunderbar. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Inferno-Eid ist ein starkes Deck-Thema, deswegen ja, sieht man schon, dass Chrono mal was drauf hat, auf jeden Fall. Ist ein sehr cooles Deck, was auch ein bisschen kontrollieren kann. Durch diese Effekte, die den Gegner auf 0 setzen, auch in seiner Runde. Das ist eine ziemlich coole Sache und kann auch vielseitig eingesetzt werden, wie man eben gesehen hat. Besonders solche dumme Leute, die einen angreifen und nicht die Effekte durchgelesen haben. Und dann setzt man ihren Angriff in dem Damage-Step auf 0 und er kann seinen Angriff nicht mehr abbrechen und verliert Lifebites und sein Monster. Und das ist ziemlich cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!